Hi und herzlich willkommen zurück hier in unserem Lieblingskaufhaus. In der Zwischenzeit ist das passiert, was passieren musste. Ich wollte mich halt weiter umgucken und hast du nicht gesehen und ja, bin nochmal gestorben. Ich musste halt nochmal alles von vorne machen. Hab's jetzt aber ein bisschen klüger angehen lassen, denn hier in der Mitte waren, glaube ich, vier von diesen ekelhaften The Grudge-Krabbelviechern. Die habe ich jetzt alle in den Gang da hinten hingelockt und wir sind auch munitionstechnisch doch ein bisschen besser aufgestellt, was uns aber nicht viel bringt, meiner Meinung nach, weil diese Krabbelviecher, ich weiß nicht, wie viel die fressen, bis man die mal killen kann. Also bei dem Versuch bin ich auch dann zwischendurch nochmal gestorben. Also habe ich mir das nur für unsere Pimmelboys aufgehoben. Was ich aber noch gesehen habe, hier haben wir das besagte Schloss. Was ich eigentlich gesucht habe mit der 641. Warte mal kurz. Und wie es bei Injection üblich ist, kein normales Schloss, sondern diese. Oh gut. Diese Drehdinger. Aber es ist im Endeffekt relativ einfach, wenn man den Code hat. Hier müssen Stühlchen. Alter. Ein Stühlchen. Ich weiß nicht, ob das das Stühlchen ist, aber ich glaube, das ist das Stühlchen. 6. 641, ne? Dann den Stern und dann hier einfach runter. Und da geht es nämlich auf. Und wir haben ein Objekt, eine Karte. Ist das? Oh, das ist das Parkticket. Jetzt können wir weiter nach oben. Okay. Seltsame Parktickets haben die hier. Was ich übrigens noch nicht gefunden habe, ist folgendes, und zwar unser Aquariumraum, da wo ich die erste Notiz mal gefunden hatte, weiß ich jetzt leider nicht mehr, wo das ist, was ein bisschen blöd ist. Was ich aber meine zu wissen, ach so, hier das Bäumchen übrigens in der oberen Etage, können wir das Bäumchen noch anwählen. Da ist ein Sack irgendwie, wie wir den wegkriegen, weiß ich nicht. Und wie wir das Rätsel mit dem Feuer lösen, weiß ich auch noch nicht. Ich hoffe bloß, ich komme dann da. Naja, ich sehe das dann oder kriege einen Hinweis, wie wir das lösen können. Achso, ich dachte, das wäre jetzt noch ein Viech. Oh, weil das Rote war so, als ob das jetzt Augen gewesen wären. Was ich aber übrigens noch habe, ist ein Gesundheitsspray. Das musste ich bis jetzt noch nicht nehmen. Ich habe jetzt zwar die Bandagen benutzt, weil ich halt in so ein Kackviech noch mal reingelaufen bin. Das lief eigentlich ganz gut. Aber das werde ich mir noch mal ein bisschen aufheben, weil ich weiß nicht genau, wie viel Prozent das herstellt. Ich glaube, irgendwas mit 75 oder so. Warte mal, das müsste doch eigentlich. Ja, nee, bloß nicht benutzen. Es stand mal irgendwo, aber ich kann dir jetzt gar nicht mehr sagen. Es war auf jeden Fall, glaube ich, mehr wie 50%. Mit der Karte komme ich jetzt auf jeden Fall auch besser klar, beziehungsweise mit dem Gebäude. Ich bin ja jetzt schon ein paar Mal hier rumgelatscht. Das Ding ist bloß, von der Etage kommen wir nicht zu den Parking-Slots. Heißt also, ich muss wieder runter. Frage ist bloß, wo kam ich jetzt runter? Übrigens, da wo die eine Pümmelbirne waren, nicht die habe ich glaube ich noch gelassen, sondern die andere. Da kam ich hier rein? Nee, ne? Hier war ja zu. War, glaube ich, zu. Ich will ja nicht wieder in irgendwas reinrennen hier aus Versehen. Ne, hier war zu gewesen, genau. Ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge hatte. Oder ich weiß ja nicht, wie ich es geschnitten habe. Vielleicht war es jetzt noch diese Folge, aber war einfach so gewesen, dass. Ach, hier ging es runter. Oh, 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 oh. Ich weiß jetzt nicht, woher das Viech kam. Das kam jetzt aber nicht von unten, oder? Gott sei Dank nicht. Scheiße, was wollte ich denn jetzt sagen? Vergessen. Ups. Okay, hier ist das andere Kackviech. Da kam ich aber auch beim Parken raus. Aber da stand, glaube ich, eine Pümmelbirne vor der Türe. Das lässt sich eigentlich ganz gut rauslocken und da kriegt man gleich Munition. Aber wie gesagt, Munition braucht man hier nicht unbedingt verschwenden. Gerade gegen diese Krabbelfiecher. Bringt halt nicht viel. So, ich gehe jetzt mal. Na. Warte. Nein, jetzt kommt das Viecher weiter von oben. Ja, das ist halt das Blöde, dass die Viecher einen auch orten, sage ich mal, wenn man gar nicht in die ihrem Stockwerk ist. Ich hoffe, dass ich jetzt bloß nicht nah genug ran, sonst kriege ich jetzt noch eine gewischt. Ja, toll, es war.
Es war so klar. Okay, wisst ihr, was ich da gleich mal mache, bevor ich hier wieder sterbe? Ich will es zwar nicht, aber... Naja, es sind doch vielleicht plus 50%. Weil die Pimmelbirne hier kann ich ja eigentlich wegsensen. Die müsste ja noch vor der Türe stehen, genau. Weil wenn ich jetzt von unten hochgehe... Oh, machen wir Türchen auf hier. Und genau, 8 Schuss. Wir laden nach. Wenn ich nämlich von unten hochgehe, das Problem ist, da wo ich hochkomme, ist einfach so, dass da, glaube ich, 3 von den Viechern stehen. Aber dadurch, dass ich ja genug Muni habe, ich habe immer noch 90, hätte ich eigentlich auch machen können. Die brauchen, glaube ich, 8 Schuss. Ihn könnte ich jetzt zwar eigentlich lassen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn erwischt habe oder ob der jetzt ausgewichen ist. Warte mal. Nur vorsichtshalber. Okay, lad nach. Sag, die gehen. Das müsste ich jetzt auch nicht machen, weil ich weiß halt nicht... Oh. Man muss doch, glaube ich, nah genug dran stehen an den Viechern. Ansonsten bringt das jetzt nicht so viel. Oh nein. Ja, komm. Das Blöde war, wenn ich die probiere wegzulocken, ich habe es immer probiert, so zu machen, bis dann dieser komische Nebelschweif gekommen ist, den die Viecher abgeben. Ist aber nicht so günstig, weil im schlimmsten Fall sind die schon sehr nah dran. Hau ab, Alter. Sind die schon sehr nah dran, dann erwischen sie dich. Das ist mir nämlich auch schon mal passiert. Aber nur gut. Und dass man hier nicht speichern kann, ist ein bisschen doof. So, jetzt kommen wir auf jeden Fall zum Parking-Slot, der vorher noch blockiert war. Also hier weiß ich, ab hier weiß ich gar nicht mehr und hier werde ich vielleicht auch mal ein bisschen vorsichtiger sein. Okay, siehst du, hier haben wir nämlich noch ihn hier. Ich hoffe natürlich, dass ich irgendwo wieder Muni finde, aber... Kann ich hier rüber? Ja. Warte mal, und jetzt sind wir doch eigentlich... Das müsste P1 sein. Da bin ich hochgekommen. Da steht Mant. Ich weiß jetzt nicht, was Mant heißt. Aber es kann auch gut sein, so wie das aussieht, müsste doch hier... ...der Wagen sein. Okay, hier ist eine Biegung. Oh, ich höre es nämlich... Und da haben wir nämlich den Wagen. Das dürfte der Wagen sein, der uns umgefahren hat. Und wie wir wissen, ist der unverschlossen. Ah, da weiß ich doch schon. Und eine Kurbel. Nice. Fehlt bloß noch, dass ich eine Kohle klauen kann. Okay, Wagenheber und eine Kurbel. Das heißt, wir können unten... Quatsch, was heißt unten? Wir können beim Dings auch wieder rein. Hier, wo die Tore verschlossen waren. Ich guck mich hier bloß nochmal um, weil ich weiß nicht, was das mit dem Mant sein soll. Hier komme ich, glaube ich, einfach bloß wieder zur Tür, die eigentlich verschlossen ist. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt nochmal den kompletten Weg zurückgehen muss, sondern dass ich den von der anderen Seite aus aufmachen kann. Das könnte ich dann vielleicht für das nächste Parking-Ding auch machen. Oh, schön. Die Tür öffnet sich nicht. Ist nicht so schlimm. Ich will mal gucken, ob ich hier vielleicht sogar noch eine Etage höher kann. Ich weiß halt nicht, was das mit dem Man zu bedeuten hat. Da muss ich ja auch theoretisch irgendwie reinkommen von hier aus. Ich gehe jetzt mal einfach die Seiten hier nochmal ab, weil dann kommen wir wieder zu dem Punkt, wo wir theoretisch hochkommen. Das ist nämlich der. Da müssen wir, glaube ich, auch hoch. Okay, und Mant müsste direkt auf der anderen Seite hier sein. Aber komme ich da hin? Von hier aus? Weil ich habe jetzt hier keine Tür gesehen. Kann natürlich auch sein. Ist ja Rätselspielchen, dass es hier eine versteckte Türe oder sowas gibt. Weiß man nicht. Nee. Aber ich habe schon gehört, also über uns ist noch so ein Viech oder das ist das von unten. Aber das von unten müsste ich ja, glaube ich, hier lang gelockt haben. Na gut, ah ja, ja, die Funzel.
Oh, stimmt, jetzt sind wir hier ja draußen. Aber dieses Symbol, was jetzt da oben ist, also das sind halt Viecher, die uns nicht sehen müssen. Sondern uns bloß, naja, ich will nicht sagen spüren müssen, aber... Die halt wissen, dass wir da sind, auch wenn sie uns nicht sehen oder hören. Das Blöde ist... Die Batterie. Mit 10. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass hier oben auch irgendwas gibt, aber ich will halt... Normalerweise würde ich jetzt stehen bleiben und einfach warten, bis die Taschenlampe sich wieder erholt hat. Ich bin jetzt im oberen Parking-Slot. Und da steht auch wieder Man. Das ist... Dass wir da bloß so wieder hochgekommen sind. Ich glaube schon, dass hier noch mehr ist. Warte mal, hier müsste die Türe sein, ne? Ja, Parking. Ach, jetzt ist die Tür auf einmal offen. Okay. Okay, das ist eine schöne Abkürzung. Dann hat sich das bewährt gemacht. Warte mal, wenn jetzt hier die Tür offen ist. Heißt, bin jetzt hier um die Ecke gegangen. Aber da ist ja wieder nichts. Das müsste dann hier links sein an der Wand, aber da ist ja nichts. Aber es wird mir markiert. Also kann auch sein, dass ich von drinnen irgendwie reinkomme. Weil hier sieht man es ja. Hier ist, das ist gar nicht, das ist genau das gleiche wie unten. Das müsste da, das Teil hier sein. Ja, und da ist einfach nichts. Schade. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass hier oben noch irgendwas rumliegt. Wahrscheinlich nur Munition, was ungünstig ist, weil... Oh Gott. Ja, es ist jetzt ein bisschen dunkel, aber ich möchte ehrlich gesagt Taschenlampe sparen, wenn es geht. Wäre natürlich auch schön, wenn hier mal ein Heilungsspray oder sowas rumliegt, aber naja. Darauf werde ich wohl lange hoffen können. Nichtsdestotrotz, gehen wir mal rein. Wir haben den Wagenheber. Ach, ist was, Pimmelchen. Ich lass dich mal. Du lässt mich ja auch. Okay. Den Wagenheber konnte... Warte mal, jetzt bin ich ja hier oben, ne? Jetzt bin ich ja hier oben. Da ist schon wieder so ein Kackviech. Ich möchte halt nicht unbedingt was riskieren, aber jetzt können wir hier wenigstens die Kurbel nutzen, um da reinzukommen. Wir haben zwar noch ein... das wäre das andere Kackviech. Das konnte ich Gott sei Dank ganz gut in die Ecke irgendwie treiben. Stimmt, und hier war das Rätsel mit dem... Feuer. So, bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Und ob wir auf der anderen Seite vielleicht gleich wieder irgendwelche haben. Es gibt einen sechseckigen Schlitz, ja. Oder brauche ich zwei Kurbeln? Warte mal. Hä, der hat doch... Hat der nicht eine Kurbel mitgenommen? Scheiße, shit. Ich dachte jetzt die ganze Zeit, ja, jo, der hat eine Kurbel mitgenommen. Okay, dann war das wohl leider nicht der Fall. Das müsste ich ein Stockwerk tiefer, glaube ich, haben. Jetzt auf der Seite. Auf der anderen Seite ist der Tabakostand, glaube ich. Nee, das müsste ein Stockwerk tiefer sein. Und ich werde mal auf der anderen Seite runtergehen, weil der Typ... Ich hasse die einfach. Die sind so... Das muss nicht sein. Ja, also die Hand war jetzt bloß für Dings da gewesen, für den Baum. Nicht wundern. So. Warte mal, ich bin jetzt... Oh Gott. Ich bin jetzt hier runter. Ich
Shit, bin ich jetzt die falsche Seite? Warte kurz. Nur mal ganz kurz orientieren. Da war es nicht. Hier war Parkingslot, ne? Okay. Parkingslot ist da. Ach nee, ich bin ja hier unten. Warte, Parkingslot ist da. Also vom Parkingslot aus, wenn ich... Warte. So. Nach rechts. Es sollte... Sollte dann hier sein. Oder direkt oben drüber. Oder war hier bloß ein Stand? Ich hab's vorher noch gehabt. Ah, okay, gut. Nein, und das war das Ding, was ich da gesehen habe, das war zum Hochhebeln. Oh, bin ich doof. Shit, da muss ich noch mal weiter gucken. Wir hatten nämlich noch eins, was auch bloß so halb hoch war. Und hier haben wir eine Kurbel. Ist das eine sechseckige? Warte. Nee, untersuchen. Eine Handkurbel hat eine quadratische Kerbe. Also wir brauchen zwei, ich schätze mal. Oh, warte mal, hier immer noch. Brief. So, oh Gott. Im dritten Stock des Sanatoriums haben sie ein Rehabilitätsprogramm für das Hydra-Projekt eröffnet, das einen großen Teil der Gefangenen des Gefängnisses von Al Rosario in die Gemeinde gebracht hat, da sie die dritte Klasse für gültig erklären, wenn sie diesem Programm zustimmen. Die Bürger beschweren sich beim Bürgermeisteramt, sie haben bereits klargestellt, dass sie solche Zentren innerhalb des Sanatoriums nicht wollen. Es scheint, dass sie an Wochenenden eine Art Zusammenleben mit den Familien der Patienten eingehen und einige Gefangene den Vorteil nutzen, um an öffentlichen Orten der Stadt Drogen zu konsumieren, von den Nachbarn gerügt zu werden und andere Auseinandersetzungen halt zu suchen. Sie haben auch mehrere Male zwei Geschäfte ausgeraubt und die Leute beschuldigen den Bürgermeister, die Situation zugelassen zu haben. Zwischen dem Hydra-Projektleiter und den neuen Gemeinden der Dorfkirche besteht eine enge Beziehung. Die Nachbarn äußern sich misstrauisch gegenüber dem Sanatorium, seit das Rehabilitätsprogramm begonnen hat. Es gelang mir, die Tatsache auszunutzen, dass sich der dritte Stock im Bau befindet, um mich hineinzuschleichen. Aber bevor ich den Korridor überquerte, hielten mich die Sicherheitskräfte auf. Natürlich haben sie denunziert. Haben sie denunziert? Oder mich denunziert. Ohne Befehl oder ohne eine hohe Position wird dort niemand eintreten können. Jetzt, da sie mich ermahnt haben, ist es ein Drahtseilakt und wir können vorerst nicht weiter auf dem Thema des Sanatoriums bestehen. Okay, also sprich, die können da halt nicht weiter... Nachforschung anstellen. Warte mal kurz. Muss mal kurz auf die Karte gucken. Viereck. Oben hatten wir Sechseck. Also Viereck müsste dann hier passen. Da bin ich raus. Und wir hatten bei der anderen Leiter noch, glaube ich, so ein Ding gehabt. Das Ding ist mit dem Sanatorium und was da vor sich geht, da muss man, denke ich mal, schon den ersten Teil gespielt haben, um es einigermaßen zu verstehen, obwohl da die Story auch immer noch sehr weird ist. Ist das jetzt hier gewesen? Ja. Komme ich da überhaupt durch? Kriechen? Oh, komme ich sogar wirklich? Okay. Ganz ehrlich, das ist so ein Ding, was... glaube ich, recht easy ist. Also, man kann es halt auch mit Ausprobieren machen, ne? Und wir kriegen ja mit Sicherheit hier irgendwas. Ich mache erstmal das Licht wieder aus. Und es gab mit Sicherheit irgendeinen Hinweis, wie man das lösen kann. Also, so viele Möglichkeiten haben wir ja eigentlich nicht mehr. Alles voll hatte ich schon. Das habe ich schon mal gemacht gehabt. Ich glaube, ich würde an... Pass auf, das machen wir so. Da ich mir jetzt nicht sicher bin, wie lange das brauchen wird, ich würde einfach mal, spaßeshalber, ich bin da, mal hier vorne hingehen, mal gucken, ob hier die Kurbel funktioniert. Vielleicht, dass wir uns das Areal jetzt noch angucken in der Folge.
und ich mich dann, nee, andere Seite, ich mich dann daran mache, sehr schön, ich mich einfach daran mache, das Ding zu lösen. Ich werde es halt durch Ausprobieren machen. Es gibt mit Sicherheit irgendwo einen Hinweis. Irgendwo, ja, nicht wirklich versteckt. Das kann auch bloß die Umgebung sein. Das war beim ersten Teil eigentlich auch so nice gewesen. Bei einem Rätsel, wo du dachtest, so Gott, wie lange soll ich denn daran probieren? Es gibt aber immer irgendeinen Hinweis. Und es ist halt nicht so unbedingt üblich. Oh. Das wäre zwei, nee. Dass die irgendwo stehen oder so. Weißt du, du findest ein Buch oder keine Ahnung und da ist das dann drin. Sondern dass du halt mehr in der Umgebung auch gucken musst. Was ich halt jetzt nicht will. Also ich will hier schon rein, aber nicht unbedingt so einem komischen Kackviech begegnen. Oh, schöne Arcade-Halle. Hier liegt noch was auf dem Boden. Das Ding im Rollstuhl kann nicht getötet werden. Verschwenden Sie keine Kugeln daran. Nice, wir finden also noch. Also gut, ich wusste schon, dass wir ein Vieh im Rollstuhl finden, aber ich werde mal das beherzigen. Und Kugeln. Und. Was ist das? Also untersuchen. Das ist eine Ausweiskarte. Mitarbeiterausweis. Warte mal, habe ich auf der anderen Seite. Da war der Ausweis C. Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht daran erinnern, wo wir jetzt was hatten, wo wir den nutzen könnten. Ach, sind Speditore offen. Cool. Das ist schön. Ah ja, das Licht. Das Gute ist bloß, wenn ich das dann nebenbei, also wenn ich das Rätsel dann so löse, ich kann das Licht wieder aufladen lassen. Dann haben wir wieder volle Power. Oh, warte mal. Ist das hier? Ich hoffe, hier kommt nicht rausgekrochen. Ja, das ist der. Da ist es der Pet Shop, wo uns das Dings noch gefehlt hat. Oder mir jetzt noch fehlt. Jo, das hatten wir schon gelesen mit dem lieben Weihnachtsmann und so. Okay, hier war das. Was ich nochmal nachgucken möchte. Wir haben eins. Okay, ein Dokument. Zwei. Drei. Es fehlen bloß drei Dokumente. Beim ersten Durchspielen habe ich ja nicht, also nicht alle gefunden. Auch beim zweiten Mal. Also ich habe bis jetzt noch nicht selber alle gefunden. Was ein bisschen doof ist. Aber da war es halt auch so gewesen, dass ich das unbedingt machen wollte. Oder unbedingt alle finden wollte. Was halt, weil ich mal ein bisschen problematisch ist. So, das Schöne ist, die Kurbel haben wir benutzt. Die beiden Tore sind offen. Wir brauchen noch eine andere Kurbel. Ich kann mir vorstellen, dass wir die bei dem anderen kleinen Rätselchen hier finden. Nein, warte. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt nochmal? War das hier? Ich bin jetzt eine Runde rumgelaufen. Jo, das war hier. Weil da bin ich gar nicht drauf gekommen, dass man hier auch einfach so durch kann. Alles klar, dann würde ich mal sagen, ich werde die Taschenlampe aufladen und mein Glück dann hier. Lädt die überhaupt so auf? Ich glaube nicht, ich muss ein bisschen warten. Auf jeden Fall mein Glück dann hier so versuchen. Und dann sehen wir uns morgen zu einer weiteren Folge wieder. Also bis dann. Ciao, ciao.